Das ist ja meine alte Band, die Foxy Five. Willkommen zu... Wo sind Sie geblieben? 1984 schossen die Foxy Five mit ihrem Foxy Funky Groove innerhalb von 3 Wochen an die Spitze der Charts. Aber ihre heftigen Backstage-Zickenkriege besiegelten den ebenso schnellen Abstieg der Band. Heute sind diese Eintagsfliegen auf dem besten Wege, für immer vergessen zu werden. Wie bitte, was? Ich bin keine Eintagsfliege von gestern. Tut mir leid, dich korrigieren zu müssen, Foxy. Du bist sogar nur eine Halbtagsfliege von vorvorgestern. Fickt euch doch ins Knie. Foxy wird euch beweisen, dass sie nicht zum alten Eisen gehört. Sie ist aus Titan gefertigt. Um wieder nach oben zu kommen, musste ich die Band wieder zusammenkriegen. Und dazu musste Foxy das Bitterste von allem runterschlucken. Ihren Stolz. Girl! 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 Schwestern, ich hab euch vielleicht vermisst. Warum haben wir uns überhaupt jemals getrennt? Na, wie sieht's aus mit uns? Dich hat er nicht angeguckt, Laura. Und dein Na, schon gleich gar nicht. Was war das eben? Nicht mit mir! Komm! Ah! Pass bloß auf! Du willst mir drohen? Na, warte! Foxys! Habt ihr es nicht auch satt, dass alle uns für mega out halten? Ich weiß, es wurden böse Worte gesprochen, Gefühle wurden verletzt. Nieren verkauft, Freunde ausgespannt, Bremsschläuche durchgeschnitten und Titten gequetscht. Aber wenn wir unsere Streitereien vergessen und zusammenarbeiten, dann können wir es wieder an die Spitze schaffen. Foxy hat recht. Mega out zu seiner Seite. Hey, hey, hey! Stoßen wir drauf an, Schwestern. Die Foxy Five haben sich heute wieder zusammengetan. So, und jetzt kann die Party losgehen. Können Sie den Fernseher leiser drehen? Foxy hat's gestern mit dem Feiern ein bisschen übertrieben. Wow, ich hätte nie gedacht, dass so viele Bierflaschen in mich reinpassen. Als ich aus dem Laden raus bin, da waren meine Schwestern noch voll drauf. Die haben sich den Arsch abgetanzt. Kinder, die Foxy Five sind wieder am Start. Wir unterbrechen die Ansprache des Präsidenten für eine brandheiße... Wo sind Sie geblieben? ...Nachricht. Wenn es einen Himmel für ausgemusterte Stars gibt, dann kriegt Mozart jetzt Gesellschaft. Die Foxy Five sind dort angekommen. Was will der Arsch denn damit sagen? Damit würde ich sagen, 4 der Bandmitglieder wurden heute früh vor diesem Club plattgefahren. Der Fahrer ist indessen noch flüchtig. Heilige abgenutzte Reifen. Von Foxy Love, die nicht dabei war, nimmt man an, dass sie erstens noch lebt und zweitens immer noch schwarz ist. Das heißt, sie ist höchstwahrscheinlich bewaffnet und gefährlich. Du rassistisches Arschloch.